dir? Fantastisch. Ich habe gerade ein neues T-Shirt gekauft. Oh, wirklich? Zeig doch mal. Ja. Wie schön. Aber weißt du eigentlich, was die Kosten für ein solches T-Shirt sind? Ja, natürlich. 3 Euro. Nein. Ich meine die wirklichen Kosten. Was denkst du? Wirklichen Kosten. Also, zur Herstellung dieses T-Shirts wurden Tausende von Litern Wasser verbraucht. Später wird das dreckige Wasser dann wieder zurück in den Fluss geschüttet. Sicher kannst du dir vorstellen, dass dieser dadurch total verschmutzt wird. Wenn man zum Beispiel Polyester produziert, verwendet man Erdöl oder andere Chemikalien. Ob du es glaubst oder nicht, wir tragen diese später an unserem Körper. Selbstverständlich produzieren Fabriken viel zu viel Abfall. Am schlimmsten steht es allerdings um die Bezahlung der Arbeiterinnen. In den Fabriken arbeiten kleine Kinder und viele junge Frauen, die für die Arbeit im Durchschnitt 10 Dollar im Monat verdienen. Ihre Arbeitsbedingungen sind sehr schlecht und die Gebäude befinden sich in katastrophalen Zuständen. Vor ein paar Jahren ist in Bangladesch sogar eine Fabrik einfach zusammengestürzt und es starben über tausende Menschen. Tausende Menschen, von denen einer vielleicht das T-Shirt, was du gerade trägst, genäht hat. Niemand kümmert sich um diese Leute, sie werden sogar verprügelt und angebrüllt. Die Ware wird dann in die ganze Welt geliefert, wo alle verrückt sind nach dem Schlussverkauf. Und für welche Kosten? Wir haben das dreimal an und danach kommt es in den Müll. So produzieren wir immer mehr Abfall. Und wozu? Damit wir ein Kompliment bekommen oder mehr Likes haben? Eigentlich brauchen wir alle Sachen nicht wirklich. Aber die Fast-Fashion-Industrie investiert viel, um uns in Glauben zu lassen, dass es wichtig ist, immer wieder etwas Neues zu tragen. Gleichzeitig werden die wahren Kosten der Produktion verschwiegen. Oh, wie schrecklich, das war mir nicht bewusst. Lass uns das T-Shirt umtauschen und ein neues in Secondhand-Laden kaufen.